Jawohl, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Abricht- und Dickenhobel. Besser gesagt, ich möchte mit euch die Eichenbohlen da hinten hobeln. Das wird ein Designertisch bzw. eine Tischplatte, die ich mit euch bauen möchte, Schritt für Schritt. Teil 1 findest du direkt unter dem Video verlinkt. Da gehe ich auf den Zuschnitt ein von so großen, fetten Eichenbohlen mit einer Handkreissäge, worauf du achten musst. Ein paar Tipps und ein paar Tricks. Und viele von euch haben das kommentiert gehabt, dass ich das Ganze ohne Atemschutzmaske gemacht habe, dass ich eher auf meine Hände achte, dass die von der Gelbsäure nicht bläulich oder schwarz werden. Kommen wir gleich zu. Und natürlich habt ihr nicht ganz unrecht, egal wie die Finger aussehen, die Lunge bzw. unsere Gesundheit ist natürlich am wichtigsten. Und ich gebe zu, ich habe keine Atemschutzmaske verwendet. Warum, weshalb? Ja, weil der Mister zu faul ist. Gehörschutz, Brille, Cappy, Atemschutzmaske habe ich nicht gemacht. Aber natürlich bin ich auch ein Vorbild. Ich gebe euch vollkommen recht und ihr hattet recht mit den Kommentaren. Heute werde ich natürlich eine Atemschutzmaske verwenden, obwohl beim Hobeln ist es vielleicht nicht so erforderlich, aber ich lege euch es nahe, dass ihr das macht. So, das sind jetzt hier diese Eichenbohlen, die ich im letzten Video zugeschnitten habe und die wollen wir heute hobeln auf Breite und auf Dicke. Ich habe mir das bereits schon zurechtgelegt und ich hatte ja auch im ersten Video erwähnt gehabt, dass ich eine tolle Baumkante haben möchte. Links und rechts und in der Mitte sind unsere Bohlen. Worauf müsst ihr jetzt achten? Natürlich, dass wenn ihr jetzt beispielsweise Äste habt oder Risse, dass die natürlich je, wie ihr es möchtet, nach unten hin zeigen. Hier zum Beispiel können wir hinten sehen, dass sich da ein Stück, ja, das ist noch der Splint, ne, vom Baum. Das ist jetzt nicht so tragisch, wenn es dann unten ist. Ich möchte halt versuchen, eine möglichst schöne, ebene Fläche zu haben, gleichmäßig. Hier können wir zum Beispiel sehen, dass das Holz ziemlich stark wackelt. Das könnten wir natürlich drehen. Aber wir sehen jetzt hier schon wieder ganz, ganz viele Risse. Deswegen, und da hinten sehen wir auch einen hohlen Ast. Deswegen kommt das Ganze auch nach unten. Und was ihr hier nochmal sehen könnt, was richtig, richtig krass ist, ihr seht jetzt hier in der Bohle, das ist, glaube ich, dem zu schulden, dass das Holz irgendwie falsch gelagert worden ist. Ihr seht jetzt hier richtig so eine Wellen, so einen Wellengang. Das bedeutet letztendlich, dass wir, wenn wir jetzt das ganze Holz hobeln, dass wir hier ganz schön viel Verschnitt haben, dass wir brauchen ja am Ende ein gerades Brett, was auf beiden Seiten gerade ist. Und dadurch, dass wir hier eine Rundung drin haben und hier auch, müssen wir das halt alles planhobeln und letztendlich bleibt da nicht mehr viel übrig. Ich hoffe, dass wir 50 mm rauskriegen. Die Bohlen haben ungefähr 55 bis 60. Ich vermute mal, dass wir bei 45 mm am Ende liegen. Sprich, wir haben jetzt die Holzauswahl bzw. legen uns das so zurecht, wie der Tisch letztendlich aussehen soll bzw. die Oberfläche. Und dann machen wir ein Tischlerdreieck. Warum, weshalb? Damit wir dann das Holz später wieder zuordnen können. Das heißt, wir zeichnen uns ein ganz, ganz großes Dreieck auf. Meistens aus Bleistift, aber damit ihr es sehen könnt, mache ich das jetzt mal mit Edding. So kann ich dann die Holzstücke später nicht mehr vertauschen. Und dementsprechend fange ich jetzt auch an zu hobeln mit diesem ersten Stück. Sprich, wir richten das Ganze ab. Abrichten und auf Dicke hobeln. Warum, weshalb abrichten? Es gibt natürlich auch Dickenhobel, die man verwenden kann. Das heißt, ich hobel das ganze Holz nur auf Dicke. Ich brauche aber hier einen 90-Grad-Winkel, denn ich möchte die ganzen Holzstücke miteinander verleimen. Und der Tisch soll letztendlich ja gerade sein und nicht wellig. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ich das Holz abrichte. Was mache ich mit den Abrichten? Ich hobel quasi oder ich richte ab einen 90-Grad-Winkel oder einen 90-Grad-Winkel am Holz. Das ist meine Grundbasis, damit ich dann das Holz plan bzw. auf Dicke hobeln kann. Das heißt, wir legen uns das Holz jetzt hier drauf, stellen uns das alles jetzt dementsprechend ein, die Höhe hier von diesem Schutz. Wichtig ist natürlich nicht, diesen Schutz jetzt hier abbauen, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Und dann können wir auch loslegen mit den Abrichten. Natürlich sollte jetzt hier nicht ein Kabel rumliegen, ihr solltet festes Schuhwerk anziehen, eure Kleidung sollte eigen anliegen, Haare sollten zusammengebunden sein und so weiter und so fort. Das sind halt Sachen, die eigentlich normalerweise recht logisch sind. Ihr solltet nicht irgendwie was an der Maschine abbauen und umbauen, so dass die
dass die Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr richtig gewährleistet sind. Das Richtige oder das A und O ist beim Abrichten, dass das Stück Holz schön sauber geführt werden kann. Wir richten jetzt hier mit 1,5 mm und wir legen uns oder wir gucken uns das Holz vorweg an, in welche Richtung es sich biegt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass das Holz vorne und hinten sicher aufliegt. Nicht andersrum, dann wackelt das ganze Holz, dann haben wir eigentlich einmal A, unsere Sicherheit ist nicht wirklich hundertprozentig gewährleistet, weil das Ganze halt hin und her wackelt. Und dann haben wir wirklich am Ende viel, viel verschnitt und wir können nicht das Maximale an der Holzdicke herausholen. Und am aller wichtigsten ist natürlich hier ein Anschlagwinkel. Ihr solltet regelmäßig, wenn nicht sogar bei jeder Bohle, den Winkel überprüfen. Der sollte natürlich im 90 Grad sein. Wenn das nämlich nicht ist, bitte nachstellen. Es kann durchaus sein, bei solchen kleinen Maschinen, wenn ihr mit so einer größeren Bohle mal gegenknallt, dass sich die Gradzahl verändert. Und das ist natürlich letztendlich ärgerlich, denn ihr habt dann nachher offene Fugen an euren Esstisch oder an dem Designertisch. Dann haben wir eine Seite plan gehobelt und danach haben wir, wie gesagt, den 90 Grad Winkel angehobelt. Ganz, ganz wichtig, wenn wir nachher eine ebene Fläche haben wollen. Natürlich müsst ihr euch da Stück für Stück rantasten. Nehmt jetzt nicht 3 mm ab, vor allem nicht bei der schweren Eiche hier, beziehungsweise bei dem sehr, sehr harten Holz. Geht wirklich in 1 mm Schritten. Es kann durchaus sein, je nachdem wie schief oder wie krumm die Bohlen sind, dass ihr da 10-mal rüber müsst und das ganze Holz abrichten müsst. Das Geheimnis oder viele drücken das Holz runter wie verrückt. Das müsst ihr gar nicht. Ihr braucht wirklich wenig Kraftaufwand hier. Wichtig ist, dass eure Hände immer schön zusammen sind in eine Fläche, dass ihr nicht in die Nähe vom Messer kommt, von der Messerwelle. Sprich, verwendet Hilfsmittel wie Schiebebrett. Bei so einer Bohle beispielsweise braucht ihr das nicht unbedingt, aber ich empfehle euch trotzdem ein Schiebebrett zu verwenden, vor allem hinten. Nehmt nicht eure Daumen oder Zeigefinger und drückt damit ruckzuck, habt ihr das drinne und dann hobelt ihr mal oder richtet mal ein dünneres Brett ab von einem Zentimeter, macht das auch und zack, habt ihr eure Fingerkuppen abgehobelt. Das geht nämlich ganz, ganz schnell bei so einer Maschine. Es ist letztendlich eine offene Messerwelle, ne? Und danach haben wir die Maschine umgebaut bzw. den Messerwellenschutz runtergeschraubt und das Ganze auf Höhe abgerichtet bzw. in 90 Grad Winkel angehobelt. Und was ich euch noch sagen wollte, ist, so eine Bohle, die ist ja meistens krumm. Wichtig ist, dass ihr wirklich hier hinten, wenn, dann hier hinten Druck aufgibt, weil das ist ja eure abgerichtete Fläche und nicht hinten. Ansonsten geht die Bohle in der Luft und ihr hobelt unnötig viel Material herunter. Noch ein kleiner Tipp von mir. Silbergleit sehe ich ganz, ganz oft bei euch an den Maschinen zur Wartung, zur Einreibung, zum Schutz. Das ist natürlich jetzt hier bei dieser Maschine ideal. Natürlich empfehle ich euch auch hier wirklich das Ganze in Maßen zu verwenden. Die Fläche sollte nicht spiegelglatt sein, dann ist nämlich die Verletzungsgefahr wieder sehr, sehr groß, dass man ganz schnell mal in die Messerwelle hineinrutscht. Toll ist das natürlich, wenn ihr jetzt gleich auf dicke hobeln, da können wir Silbergleit natürlich verwenden. Schön die Fläche vorweg einreiben und je nach Bedarf dann wiederholen. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, sowie auch den Hobel. Darüber gibt es auch nochmal ein Video, wo ich darauf eingehe, was mir an diesem Hobel gefällt und was nicht. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen beim Hobeln. Aber ja, vielleicht hat der eine oder andere schon den Hobel und vielleicht spricht er dafür oder dagegen. Würde mich mal interessieren. Und dann fangen wir an mit dem Hobeln, und zwar fangen wir mit der Höhe an. Warum, weshalb? Ganz einfach, wenn wir jetzt auf Breite hobeln würden, würden wir uns Material wegnehmen. Und umso dünner das Holz dann ist, umso kippeliger wird die ganze Angelegenheit. Deswegen hobeln wir erstmal auf Höhe und dementsprechend suchen wir uns das höchste Stück aus. 5 mm sind schon hier extrem bei den kleinen Hobel. Ich würde euch empfehlen, Etappen zu hobeln 1 bis 1,5 mm. Sprich, wir hobeln erstmal eine Seite, dann alle komplett durch, dass wir alles eine Höhe haben. Dann drehen wir das Ganze und hobeln dann die Seite, die wir vorweg abgerichtet haben. Es kann durchaus mal sein, dass wir kleine Hobelschläge haben und die nehmen wir dann. Und dann zum Schluss, wenn ihr das Maß habt, was ihr haben wollt, dann könnt ihr beispielsweise noch mal einen halben Millimeter abnehmen. Dann habt ihr wirklich eine ganz, ganz schöne, glatte Oberfläche und ihr müsst das Ganze, wenn ihr scharfe Hobelmesser habt, nicht mehr schleifen. Das Ganze machen wir dann natürlich auch mit der Dicke. Und wie gesagt, weniger ist mehr.
schiebt das Ganze ruhig gerne ein, zwei Mal öfter durch den dicken Hobel, bevor ihr jetzt 4 oder 5 mm abnimmt. Ihr schadet der Maschine, den Messern und das Holz leidet natürlich auch darunter. Umso mehr Material ihr abnimmt, umso schwächer die Maschine ist, umso mehr Hobelschläge habt ihr dann. Und zwischendurch natürlich immer den 90-Grad-Winkel überprüfen. Und dann ist oder soll das Ergebnis dann so aussehen. Ihr solltet natürlich dann keine Fugen haben, das täuscht jetzt so ein bisschen, ist alles schön geworden und wir können loslegen mit dem Verleim. Und im nächsten Video gehen wir auf das Thema Verleim drauf ein. Ich zeige euch das dann Schritt für Schritt, wie ihr das ganz, ganz günstig verleimen könnt. Ihr braucht nicht die Mods zwingen, die zig von 100 Euro kosten. Ihr könnt das auch wirklich ganz, ganz einfach machen. Und als Füße, wir bauen das diesmal nicht selber, sondern ich habe die gesponsert bekommen. Und die sind sehr, sehr preisgünstig und für das selber Schweißen ist das, glaube ich, sehr, sehr gut für die Einsteiger, die jetzt kein Schweißgerät und das Equipment zur Verfügung haben. Ich habe noch mal eine Frage an euch zum Schluss und zwar seht ihr jetzt hier die Kanten. Ich würde das noch mal jetzt gleich gerade sauber abschneiden, aber eine Frage an euch, würdet ihr das Ganze so lassen, damit das schön rustikal vintage aussieht, passend zur Baumkante oder würdet ihr das gerade abschneiden? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ansonsten würde ich sagen, bis nächsten Freitag um 19 Uhr. Euer Mr. Handwerk. Ciao. Habe ich schon meinen Namen vergessen?